Guten Morgen zusammen, ich bin Timo, ich bin Ernährungsberater und studiere Pflanzenheilkunde und in diesem aufwendig produzierten Video erfährst du, warum ich mit 40 Jahren noch aussehe wie zarte 39. Einhalb. Ich verrate dir also ganz genau, was ich von morgens bis abends esse, falls es dich interessiert. Dazu, vorweg, für mich besteht eine gesunde Ernährung aus Wildkräutern, Sprossen, in jedem Fall Nüsse, Samen, Algen sind auch ständig am Start und ein paar Nahrungsergänzungsmitteln, um das Ganze perfekt abzurunden. Falls du dir jetzt denkst, boah ey Timo, das klingt aber nach hartem Brot, ist das Gegenteil von hartem Brot. Das ist der fruchtige, saftige, gesunde, pflanzliche Traum eines jeden Menschen, der gesund und glücklich altern möchte, weil er das Leben liebt. Und auch du wirst die Lebensmittelkombination, die ich in diesem Video vorstelle, wirst du lieben. Ich verspreche dir in jedem Fall, wenn du dir neue, für dich förderliche Gewohnheiten aneignest, dass du dein wahres Potenzial entfaltest. Die ganze Sache wird in eine Freude münden, die du vielleicht seit Kindesalter nicht mehr gespürt hast. Einfach vergessen. So, das wird alles wieder aufkommen. Los geht's mit dem Video nach dem besten Intro auf ganz YouTube. Viel Spaß. Bevor es so richtig abgeht, kurz noch ein paar Informationen, die ich wichtig finde, zu der Art und Weise, wie ich esse. Als allererstes, Essen sollte keine Religion sein. Keine Religion. Das heißt, wir streiten uns mit niemandem, der anders isst. Wir haben ja auch alle mal anders gegessen. Auch du isst bestimmt anders als ich. Aber vielleicht kann ich dich mit der einen oder anderen Art zu essen ja irgendwie inspirieren. Ganz, ganz klar. Ich habe früher mal Fleisch gegessen. Wie kann ich dann jemanden verurteilen, der Fleisch isst? Es funktioniert eigentlich gar nicht, wenn man weit genug denkt. Das funktioniert nicht. Also, kurz zu meiner Art zu essen, die ziemlich flexibel ist. Einen weiten Horizont, ich kann mir grundsätzlich für die Zukunft alles vorstellen und außerdem ist Ernährung tatsächlich eine Entwicklung, ne, wo jeder auf seinem Weg ist. So, ich esse zu 70-100% rohköstlich. So, da bin ich flexibel. Bedeutet, ich esse höchstens eine warme Mahlzeit am Abend. Bis zum Abend bin ich immer rohköstlich unterwegs. Und da kommt es dann wirklich ganz drauf an, wie viel Sport habe ich gemacht, wie aktiv war ich, habe ich Stress gehabt, ganz genau, und welche Jahreszeit zum Beispiel haben wir. Im Sommer gelingt es mir viel, viel mehr rohköstlich zu leben und da tut es mir auch wirklich richtig gut. Aber es gibt nicht diese eine Art zu essen. Du musst dich wohlfühlen mit der Art zu essen. Das ist viel, viel wichtiger als das, was du dir in die Luke schiebst. Des Weiteren esse ich kein Brot aus dem Supermarkt. Davon kann ich wirklich nur abraten, falls du nicht gesund wirst, körperliche Probleme hast, Magen-Darm-Probleme hast, lass das Brot weg, lass Emulgatoren weg, Rapsöl weglassen, Sonnenblumenöl weglassen. Auf jeden Fall konsumiere ich auch keinen Zucker und versuche so wenig wie möglich, und das klappt mir fast zu 100%, so wenig wie möglich verarbeitete, hochverarbeitete Lebensmittel zu essen. Ich esse nichts, was mal einen Namen gehabt hat und auch kein Y-Food. So, jetzt fragt der eine oder andere sich, Timo, was isst du denn, Junge? Einiges zeige ich euch jetzt. Los geht's mit dem Frühstück. Also, ich frühstücke gar nicht. Ganz kurz, ein Minütchen, wir starten dieses Video ganz exemplarisch vor einer Fichte. Ich möchte dich darauf hinweisen, dass du das ganze Jahr, auch im Winter, von Mutter Natur profitieren und naschen kannst. So sieht's aus. Bedeutet, du kannst dem Nachbarn auch ruhig mal den Sichtschutz wegknabbern. Gar kein Problem, super gesund. In der Fichte, die du daran erkennen kannst, dass die Fichte sticht und alle anderen nicht. Zu den Nadelbäumen kommen wir in einem separaten Video noch, ganz, ganz sicher. Und zur Fichte zum Beispiel enthält Terpenkohlenwasserstoffe, Flavonoide, ätherische Öle, wirkt auswurffördernd, sehr gut bei Erkältungen, vorbeugend natürlich noch besser. Und davon könnt ihr, locker flockig, danke, so, könnt ihr euch so einen Riegel mitnehmen, für unterwegs, so einen Energieriegel. Das ist eine ganz andere Liga als das, was ich dir in dem Verlauf des Videos jetzt noch zeigen werde, als Möhren oder ein Kopfsalat. Das ist eine ganz andere Liga, Freunde. So, diese Pflanze wirkt durchblutungsfördernd, schmerzlindernd, antiseptisch. Absolut abgefahren. Wollte ich dich nur kurz darauf hinweisen, dass du das ganze Jahr, und ich mache es so, wenn ich draußen unterwegs bin, profitiere ich von Mutter Natur, wo ich gehe und stehe. Als Start in den Tag empfehle ich immer einen Tee. Ich konsumiere jeden Tag Kräuter und variiere da, also diese wechseln ständig. Ich esse Kräuter, wenn ich draußen unterwegs bin, oder Früchte, so wie Hagebutten, auch im Winter, oder die Schlehe.
Oder snack mal ganz kurz von einer Fichte, Tanne, Douglasie. Nehmt das, was euch über den Weg läuft und wonach euch ist. Ich starte mit einem Tee in den Tag und ich beende den Tag mit einem Tee. Und zwischendurch gibt's überraschenderweise auch mal einen Tee. Wir beginnen dieses Video locker flockig mit einem Saft. Natürlich nach der Knoblauch-Zitronenkur, du weißt, ich bin dabei, die ich im Moment durchführe. So, die Vorteile des Entsaftens ganz kurz auf den Punkt gebracht. Du nimmst dem Magen-Darm-Trakt Arbeit ab. Du verzichtest, davon bekommen wir später noch genügend, du verzichtest am Morgen auf Ballaststoffe, auf Kohlenhydrate, nimmst dem Körper die Arbeit ab. Er würde normalerweise das alles, würde ein bisschen dauern, das auseinanderzubauen. Du isst es, du zerkaust es und dann gibst du deinem Magen-Darm-Trakt noch ordentlich zu tun. Die Arbeit nimmt der Entsafter da ab. Und dein Körper, dein Blut wird ziemlich zackig geflutet von Antioxidantien, von sekundären Pflanzenstoffen, Beta-Carotin, Apigenin in dem Sellerie. Hier haben wir Kreuzblütlergemüse, das gesündeste Gemüse der Welt, habe ich ein Video zu gemacht, der Grünkohl. Dann haben wir hier Anthocyane von dem Rotkohl. Dann haben wir hier eine kleine Zitrone, gibt dem Ganzen nochmal einen extra Kick, ein bisschen Ingwer. Und wie gesagt, das alles, die sekundären Pflanzenstoffe, Vitamine, Mineralstoffe fluten sehr, sehr zackig dein Blut. Und das merkst du. Also davon profitierst du in jedem Fall. Und ja, starten wir mal. Keine Angst, ich werde euch jetzt nicht lange damit nerven, aber einmal kurz hier zeigen. So, guck mal, der Kollege, der muss weg. Machen wir einfach nochmal. Rein damit. Immer darauf achten, dass viel Gemüse enthalten ist. Das ist das Erste, was ich meinem Körper zurzeit zuführe. Und das mache ich jetzt auch ein paar Wochen. Wenn ich draußen mit meinem Camper oder Auto unterwegs bin, kann ich das nicht mehr so in der Form. Und deswegen flute ich im Moment meinen Körper mit Nährstoffen. Ne? So. Das heißt, ich probiere ein paar neue Sachen aus, zu ziehen. Da hinten so ein bisschen Fenchel oder Pak Choi. Also ich tobe mich jetzt nochmal richtig aus in der Hütte hier. Und danach genieße ich die Natur in anderen Zügen, wenn ich draußen unterwegs bin. Da werde ich dann viel mehr Wildkräuter essen. Pass dich dem an, was das Leben dir bietet und dir zeigt und versuch aus dem Vollen zu schöpfen. Das ist die Botschaft hier in der 2 Minuten Saftnachricht. Und diesen werde ich jetzt kurz probieren mit euch. Ich komme jetzt auf den Punkt. Banane und Pflaume. Das ist alles. Das ist der absolute Hammer. Nun folgt eine Schüssel Süßlupinen. Freunde, schaut euch das mal an. Wir sind schon ziemlich weit im Keimprozess. Das sieht man. Ich habe ein Video dazu gemacht, was passiert in dem Keimprozess. Antinährstoffe werden abgebaut. Proteine werden aufgespalten zu Aminosäuren. Generell mehrt sich das, was wir brauchen. Also Nährstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe mehren sich. Antinährstoffe werden abgebaut. Das ist der absolute Hammer. Wieder eine schöne Sache für deinen Verdauungstrakt. Zudem eine hohe Nährstoffdichte, lebendiges Lebensmittel. Habe ich ein Video zu gemacht, deswegen mache ich es hier ganz kurz. Ich esse danach circa 112 Gramm Süßlupinensprossen. Das wäre dann meine erste feste Mahlzeit. So sieht's aus. Sieht das nicht schön aus? Das wahre Leben. Ja, okay. Wenn es dich interessiert, zieh dir das Video dazu rein. In meinem Buch Weizensprossen-Video erzähle ich auch detailliert, was passiert in dem Keimprozess. Habe ich ja jetzt auch ganz kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Süßlupinen. Ha, Bombe. Sie haben einen mittelgroßen Salat bestellt. Kommt sofort, wird Ihnen direkt in die Schüssel reingemixt, die Zutaten. Und zwar, wir fangen an mit Olivenöl. So. Noch so ein bisschen Olivenöl. Dann haben wir hier Senf, genau. So, eine Gabel voll mit Senf. Ein bisschen, hier, nochmal Werbung. Zack. Apfelessig dazu. Und dann, Augenblick, ein bisschen Pfeffer. So, das Ganze mixen wir mal ordentlich durch. So habt ihr schon mal ein perfektes Dressing, wirklich. Sehr, sehr lecker. Jetzt geben wir dem Ganzen eine gute Menge Feldsalat hinzu. Zack, kann man gerade sehr gut sammeln draußen oder sich selbst anbauen. Tolle Sache. Jetzt schneiden wir eine Handvoll Tomaten. Ich entscheide mich immer, also zu 99% für kleine Tomaten.
weil mehr Lycopin. Lycopin, sekundärer Pflanzenstoff in der Schale und super potent. Jetzt gibt es Mungbohnen. Die esse ich zurzeit jeden Tag. Einfach super lecker, total einfach zu ziehen, so wertvoll. Habe ich zufällig ein Video zugemacht und tatsächlich immer noch Teil meiner Ernährung. Wahnsinn. Großes Glas hier, ne? So, davon geben wir auf jeden Fall mal eine ordentliche Menge rein. Ja, das sieht schon mal gut aus. Jetzt, wenn du magst, alle Zutaten sind wie immer optional. Du kannst auch einfach nur die Mungbohnen essen. Aber ich schneide ein paar Scheibchen, wie heißt das nochmal? Gurke rein, genau. So, weiter geht's. Dann geben wir dem Ganzen natürlich Brokkoli-Mikrogrün hinzu. Ist im Moment Teil meiner täglichen Ernährung. Habe ich ein Video zugemacht. Guckt euch mal an, wie schön das aussieht. Ne? Kann man auch in Form von Sprossen super einfach ziehen. Geben wir gleich ebenfalls noch dem Salat hinzu. Wieder lebendige Nahrung. Sieht aus, ne? Könnte ruhig auch mal ein Bundesligaspiel drauf abgehalten werden, oder? Und das heutige Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Hamburger SV wird auf Brokkoli-Mikrogrün gespielt, ausgetragen. Da kann man dann ruhig auch mal ins Gras beißen, ist kein Problem, ist gesund, bist sofort wieder auf die Beine. So, aber was in jedem Fall richtig gut läuft hier in dem Laden, Radieschen-Mikrogrün. Das geben wir dem Ganzen auch noch hinzu. So sehen die Brokkoli-Sprossen dann aus. Es wird ein Riesensalat, ne? Danach hast du auch keinen Bock mehr auf eine Pizza und das ist dann wirklich, wirklich richtig gut. Von Vorteil kann das sein. Kommt das Mikrogrün. Das Brokkoli-Mikrogrün. Genau, das langt schon. Das langt schon, steckt voller Power. Also das hier ist Salat. Der Vater vom Salat ist das hier. Ne? Da kriegst du im Supermarkt nichts, was dich so aus den Socken haut in Sachen Nährstoffdichte. Dann geben wir mal was von den. Schaut euch das mal an. Da haben wir auch wieder Anthocyane bzw. Pelargonin. Das gehört aber zu den Anthocyanen. Da muss man auch nicht immer alles sofort wissen und kennen. Das reicht, also mit Namen kennen, das reicht, wenn ihr ein gutes Gefühl dabei habt, während ihr esst. Schaut euch das an. Das gibt euch doch schon ein gutes Gefühl, während ihr das anschaut, oder? Gönnt euch das. So, dann geben wir noch ein paar von den Radieschen, Mikrogrün oben drauf. Da geht noch ein bisschen was. Aber guckt euch das mal an. Das sieht aus wie eine Blumenwiese. So, natürlich kommen auch noch Walnüsse oben drauf, so für die guten Fette. Das gehört zu den gesündesten Nüssen, wo gibt. Esse ich wirklich jeden Tag, jetzt schon seit Jahren. Und damit erhöht sich auch die Nährstoffaufnahme bestimmter Inhaltsstoffe aus dem Salat. Also die Bioverfügbarkeit gewisser Inhaltsstoffe erhöht sich durch die guten Fette. Und da hauen wir natürlich noch mehr gute Fette rein, dass die ganze Sache wirklich super abgerundet ist. Und zwar Hanfsamen. Hanfsamen, nicht nur gesund, auch super lecker. So sieht's aus. Ebenfalls natürlich wieder ein perfektes, anti-entzündliches Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis hier enthalten. Tahin, Sesammus, kommt auch noch oben drauf. Das Dressing ist unten, wisst ihr Bescheid, müsst ihr einmal gut durchmixen. Das ist es, Freunde. So, das würde ich sagen, das ist eigentlich schon fast meine Hauptmahlzeit im Moment. Eine vollwertige, bissfeste, nährstoffdichte, proteinreiche, mit guten Fetten bestückte, leckere Mahlzeit. Also, Junge, 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 da kann aber jeder Döner oder jede Pizza, die du dir im Backofen aufbackst, kann da völlig einpacken. Die Hälfte davon wächst bei mir zu Hause, wirklich, wenn nicht sogar über die Hälfte. Und dann kannst du das Ganze mit für dich leckeren Sachen, wie ich auch ganz gerne mache. Ich liebe Tomaten, die kann man auch mono wunderbar essen, wenn man unterwegs ist. Dann kannst du mit Kulturgemüse kannst du das Ganze noch, ja, ergänzen. Jetzt wünsche ich mir einen guten Appetit. Sochen, meine Damen und Herren, ich stelle euch jetzt eine gesunde Süßigkeit vor. Ganz ohne Zucker, mit einem perfekten Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis. Super viele Proteine, gute Fette, wie eben schon erwähnt, und eine hohe Nährstoffdichte. Überwiegend aus gekeimten Sprossen. So, hören Sie zu. Folgendes. Wir fangen an mit gekeimten Buchweizen, und zwar getrocknet. So, mittlerweile lasse ich den ankeimen. 2-3 Tage, jetzt im Winter. Und dann lege ich mir die einfach auf Backblech und Backpapier aus und lasse sie auf der Heizung trocknen. Davon nehmen wir 50 Gramm. Dann nehmen wir
Einfach eine Handvoll Macadamia-Nüsse. Du kannst auch Walnüsse nehmen und unbedingt auf Bio achten. Und hierfür habe ich ja ein Video gemacht. Ne? So, also eine Handvoll Macadamia oder Walnüsse oder Leinsamen, um dem Ganzen so ein bisschen gute Konsistenz und nochmal mehr gute Fette zu geben. Und nochmal mehr gute Energie. Macadamia-Nüsse, absolute Hammer. Hanfsamen könntest du auch noch nehmen. Jetzt haben wir hier von Dr. Georg, das ist mein Onkel. Jetzt haben wir hier von Dr. Georg Kokosmus. Aber täglich in meiner Ernährung dabei, Kokosmus, mittelkettige Fettsäuren, die dir absolut Energie geben. Danke, Dr. Georg. Erste Sahne. So, davon geben wir 10, 20 Gramm. Das ist, ihr braucht keine Pflanzenmilch oder so für den Drink. Dieses Kokosmus gibt dem Ganzen, also bringt dich ganz nach vorne. Ich sag's dir, gesund und lecker. Jetzt kommen wir zum Curamil. Verlinke ich euch auch unter dem Video. Das ist von Patrick, also Patrick Strohbach. Und da hat er was ganz, ganz Feines gezaubert. Verlinke ich euch auch unter dem Video. Und alles aus vermahlenen, zum Beispiel Buchweizen, Leinsamen, Goldhirse, Quinoa, alles gekeimt. Ne? Gemahlene Datteln anstatt Zucker, Vanillearoma, Vanilleschoten, Himalaya-Salz, Bourbon-Vanille. Ey, das ist klasse. Von dem dann halt, von dem Curamil, nehme ich 50 Gramm. Und dann nehmen wir noch hier so eine Banane. Also die Banane kommt noch dazu. Jetzt noch Flüssigkeit. Nehmt keine Pflanzenmilch. Ich kann es nur betonen. Ehrlich jetzt. Verarbeitetes Produkt und es gibt Stoffe, die müssen nicht deklariert werden. Das heißt, beim Prozess, bei der Herstellung werden Stoffe verwendet, die am Ende gar nicht auf dem Produkt stehen. Dann steht da drauf, verarbeitete Sojabohnen und Sonnenblumenöl, aber da sind noch andere Sachen passiert. Und außerdem ultra hoch erhitzt. So, wie lange hält sich so eine Sojamilch oder so eine Hafermilch? Freunde, das könnt ihr nicht trinken. Das könnt ihr echt nicht trinken. Gebt euch das nicht. So, wir sind jetzt bei 235. Ihr gebt immer genauso viel Gewicht, wie im Mixer gelandet ist. Gebt ihr an Wasser hinzu. So, kommen wir ungefähr auf 500. Ich mach's mal hoch bis 550, 600. Also kannst du ruhig mal 100 oben drauflegen. Ne? Sind wir bei 600 Milliliter. Der Hammer. Als Alternative auch ruhig einfach mal ein paar Beeren pur essen. Da empfehle ich tiefgekühlte, schockgefrorene Beeren. Sind den Beeren, die so im Laden liegen, meilenweit voraus, die können einpacken. So, wenn da so Heidelbeeren, Kulturheidelbeeren oder so liegen, gar nicht das Geld für ausgeben, auch nicht für Bioqualität. Bio, Heidelbeeren, Erdbeeren, Himbeeren, der absolute Endgegner. Schockgefroren, viel höhere Nährstoffdichte. Guckt euch das mal an. Guckt euch mal an, der Saft. Wahnsinn, super lecker. Das wäre die Alternative. Auch euch einfach mal Beeren essen. Wir unterbrechen dieses Programm für eine wichtige Mitteilung. Stopp, mal eben hier kurz. Geht sofort weiter gleich mit einer warmen Mahlzeit. Wir haben bis zu diesem Zeitpunkt ein Gesamtgewicht von ungefähr einem Kilo. Und eine Nährstoffdichte, die seinesgleichen sucht. Wir haben hier alle essentiellen Mineralstoffe, Spurenelemente, Ultraspurenelemente. Wir haben alle Vitamine, bis auf die Sonnenvitamine. Wir haben alle Vitamine und das zu 500 bis 1000%. Das ist die Nährstoffdichte, von der ich ständig spreche, die jeder für sich erreichen kann, wenn er auf seinem Weg versucht, sein Leben zu optimieren. Und du wirst auf ganzer Linie davon profitieren. Und das kann jeder mit den einfachsten Mitteln zu Hause. Das heißt doch immer, es ist so teuer. Es ist überhaupt gar nicht teuer. Dein Körper wird sensibler für Nährstoffe. Dein Darm funktioniert besser. Es ist ein Riesenunterschied, ob du, ne, ist jetzt kein Toast, ich habe auch keinen Toast da, ob du diese Menge an Toast in deinem Magen hast, wo der Körper dir irgendwann so, Junge, nochmal, dann gebe ich dir eine Ohrfeige. So, oder ob du hier, oder ob du grün oder kulturgrün, für jeden zugänglich und mit den einfachsten Mitteln herzustellen, einfach aus dem Vollen schöpfst. Es ist ein Riesenunterschied. Wir haben 80, 90 Gramm Protein, ich habe das gestern ausgerechnet. Wir haben alle essentiellen Aminosäuren. Wir haben Freude. Du hast genügend Energie für den Tag. Kann ich nur bestätigen. Ich mache mal kurze Kniebeuge. Energie und Mass. So, weiter geht's mit dem Video. Kurz zu den Inhaltsstoffen
unserer folgenden Mahlzeit. Wir essen Pasta, Napoli und machen da alles super easy selber in 5 Minuten. Ne? Haben wertvolle Inhaltsstoffe, zum Beispiel natürlich Gewürze. Was den ORAC-Wert angeht, sind Gewürze ganz weit vorne. Wir haben hier Oregano mit seinen ätherischen Ölen. Wir haben hier Thymian, habe ich ein Video zu gemacht, wie potent eigentlich Thymian ist. Könnt ihr ganz gerne anschauen. So, dann haben wir Pfeffer und wir haben ein bisschen Himalaya-Salz. So eine Prise mache ich mit rein und Chili-Flocken. Ne? Das mache ich auch mal ein Video zu. Schmerzlinderndes Capsaicin aus dem Chili wird zum Beispiel auch verwendet bei diesen ABC-Pflastern, ganz genau. So, dann haben wir Cherry-Tomaten, da sieht man schon an der Farbe, dass die dich ganz weit nach vorne bringen. Das Lycopin wird durch die Erhitzung auch nochmal ganz anders bioverfügbar, ganz genau. Dann, schon Knoblauchzehen erwähnt, die verarbeiten wir als allererstes. Dann haben wir Hefeflocken, nutzen wir als Parmesan, gleichzeitig sehr gesund, ein absoluter guter B-Lieferant. Wir haben hier wertvolles Olivenöl, Freunde, bringt dich ganz nach vorne. Und dann haben wir noch obendrauf, natürlich eine Zwiebel, wirkt an sich schon entzündungshemmend. Und dann natürlich eine rote Zwiebel, immer die farbigen Lebensmittel auswählen. Ganz genau, kann auch bei Bronchitis äußerlich angewendet werden, bei Ohrenschmerzen. Sollte man immer im Haus haben. Und als Grundlage Pasta, Linsennudeln, zu 100% aus Linsen, Freunde. Auch ebenfalls eine absolute Empfehlung von mir, wenn Nudeln, dann Linsennudeln. Jetzt kommen wir kurz zu dem Plan, den wir hier durchziehen. Das machen wir ganz, ganz schnell. Wir verarbeiten zuerst den Knoblauch, damit er arbeiten kann. Mit dem Rest gehe ich wie folgt vor. Ich püriere die Tomaten, vielleicht mit ein ganz kleines bisschen Wasser und gebe diese in einen Topf und schmecke das Ganze mit meinen Gewürzen ab. So sieht's aus. Also bevor du das machst, kannst du die Zwiebel und den Knoblauch entweder anbraten, nachdem der Knoblauch gearbeitet hat, und dann die Tomaten, die pürierten, hinzugeben und alles abschmecken, dann wärst du schon fertig, wenn du das Ganze ein bisschen 10 Minuten köcheln lässt. Oder aber du pürierst Zwiebel und Knoblauch gleich direkt mit und machst das Ganze dann warm, dann brauchst du gar nicht braten. Ihr könnt jetzt natürlich, clever wie ihr seid, die Nudeln nebenher zum Kochen bringen. Das mache ich jetzt nicht. Finde ich nicht gut. Und ich habe auch nur einen Topf. Das Ganze köchelt. Jetzt ein bisschen Pfeffer. Reicht. Ein wenig Thymian. Ja, das reicht. Ein bisschen mehr, wenn es nach mir geht, Oregano. Ein paar Chiliflocken, optional. Und ein Müh Salz. Himalaya-Salz. Aus Duisburg. Und dann ist die Sache perfekt. Sieht doch gut aus, oder? Freunde, es ist angerichtet. Super leckere, vollwertige, gesunde Sache. Tolle Ballaststoffe, tolle B-Vitamine, gutes Aminosäurenprofil. Der Hammer. Okay, ich habe Hunger. Bis gleich. Zum Abschluss dieses Videos habe ich natürlich wieder was mitgebracht. Timo ist nicht alleine gekommen. Und zwar gibt es in diesem Video, habe ich zu verschenken, Vitamin C, Liposomal plus Zink. Und ganz kurz zu Vitamin C. Natürlich wissen viele, für dein Immunsystem extrem wichtig, gerade in Verbindung mit Zink. Dann haben wir natürlich die Tatsache, dass Vitamin C im wasserlöslichen Bereich ein starkes Antioxidant ist, also freie Radikale puffert, die schon im ganz normalen Stoffwechsel entstehen. Dann die Tatsache, gut für deine Augen, Kollagenbildung, natürlich, deine Haut wird schöner durch Vitamin C, Knochen, Zähne, alles ziemlich wichtige Sachen an deinem Körper. Und deswegen brauchst du Vitamin C, gehört zu meinen täglichen Supplementen, die unter dem Video verlinkt sind. Und wenn du dieses Vitamin C gewinnen möchtest, dann schreibst du einfach in die Kommentare, super lecker. Dann denken die Leute, die Kommentare lesen, das ist richtig lecker, was der Timo da gezeigt hat. Ist es ja auch. Ist es ja auch. Aber der eine oder andere muss vielleicht reinwachsen in die ganze Sache, wenn man mal so pur Süßlupinen isst oder so. Aber glücklich sein ist richtig lecker, oder? Tatsächlich. So, wie gesagt, richtig lecker in die Kommentare schreiben. Und ja, dann schreibe ich dich an. Dann kannst du dich bei mir privat melden. Und dann bekommst du Vitamin C zugeschickt. Das war's. Mit diesem Video hat mir super viel Spaß gemacht und wie immer, esst die Lebensmittel, für die keine Werbung gemacht wird und lasst mir ganz gerne den Daumen da, das ist mein Lohn. Lohn ist da. Gib mir ganz gerne meinen Lohn, würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten
Ja. Bis zum nächsten Video. Ganz sicher. Habe die Ehre.